Herzlich willkommen. Heute ist unser Thema Geschäftsmodelle. Dabei geht es weniger um individuelle persönliche Geschäftsmodelle, die Sie in Ihre Geschäftsstrategie integrieren können, sondern um Projekte, die eine globale Wirkung haben können. Das heißt, Projekte, die im Sinne von Geschäftsmodellen auch Bildungsbereich übergreifend eingesetzt werden können und die nicht unbedingt nur auf die Erwachsenenbildung treffen, sondern die verschiedenen Bildungsbereiche miteinander verbinden. Die Projekte bzw. die Geschäftsmodelle wurden entwickelt im Rahmen des Projektes Mapping OER, das im Jahre 2015 und 2016 sehr intensiv durchgeführt wurde. Zu diesem Projekt gibt es auch eine Dokumentation, die Sie selbstverständlich nachschlagen können. Die entsprechenden Links finden Sie auch in unserer Lektion. Da die Dokumentation jedoch sehr umfangreich ist, habe ich mich entschlossen, Ihnen einige Beispiele davon daraus herauszunehmen und sie auch näher vorstellen. Legen wir also los. Unter den Geschäftsmodellen hatte ich mich jetzt entschieden, sechs Beispiele herauszupicken, die vor allem auch für den Bereich der Erwachsenenbildung vom Interesse und natürlich auch von großem Nutzen sein können. Was wäre das erste? Das erste Geschäftsmodell dreht sich rund um Vernetzung von Lernbegleiterinnen. Unter Lernbegleiterinnen verstehen wir natürlich sowohl klassische Lehrkräfte in den Schulen, Lehrer und Lehrerinnen, Dozenten und Dozentinnen und Professoren auch an den Hochschulen, aber vor allem auch freie Trainerinnen, Dozenten, Dozentinnen, die im Prinzip auch in der freien Wirtschaft tätig sind. Alle die Akteure haben auch einen Bedarf nach Vernetzung, denn die Qualität und die Anforderungen an Lehrkräfte steigen. Die Vernetzung braucht aber eine Plattform, die Vernetzung braucht auch verschiedene Tools, um miteinander kommunizieren zu können und sich miteinander austauschen zu können. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie könnte diese Plattform finanziert werden? Dazu gibt es verschiedene Ideen. So kann zum Beispiel auch Finanzierung über Sponsoring, aber auch Finanzierung aus öffentlicher Hand erfolgen. Wichtig dabei ist, dass alles, was auf dieser Plattform passiert, wirklich OER ist. Das heißt, die Materialien, die vielleicht gemeinsam entwickelt werden, die Diskussionen, die miteinander geführt werden, sollen in jedem Fall frei und offen zugänglich sein. Beispiel Nummer 2. Contentproduktion. Ja, OER lebt von Inhalten und die Inhalte wollen erstmal erstellt werden. Natürlich erstellen einzelne Lehrer und Lehrerinnen, Trainer und Trainerinnen die Materialien, doch es könnte auch der Fall sein, dass zum Beispiel ein größeres Unternehmen oder auch ein Bildungsanbieter größere Pakete von Materialien benötigt, die dann aus eigener Kraft zu erstellen, nicht möglich ist. Ein Beispiel vielleicht aus der internationalen Bewegung rund um OER aus Polen. In Polen wurde zum Beispiel Schulbücher als OER-Material in die Erstellung dieser Schulbücher in Auftrag an eine Agentur vergeben. Diese Herstellung dieser Schulbücher wurde dann aus öffentlichen Geldern finanziert. Ob das ein gutes Beispiel, ein sinnvolles Beispiel ist, das mag erstmal dahingestellt sein. Fakt ist, dass als Geschäftsmodell diese Variante auch funktioniert hat. Das bedeutet, die Contentproduktion kann in die Hände von erfahrenen Lehrer, Lehrerinnen, Trainer und Trainerinnen gelegt werden, die einfach fachbezogen Materialien im Auftrag eines anderen Kunden erstellen. Und gehen wir zum weiteren Beispiel. In dem Beispiel geht es um Aufklärung und Beratung. Dahinter verbirgt sich eine zentrale OER-Beratung, denn Sie absolvieren jetzt gerade den Kurs zum OER-Fachexperten, Fachexpertinnen und wer nicht, wenn Sie künftig geeignet sind, andere zum Thema OER zu beraten. Schön wäre natürlich, wenn diese Beratungsmöglichkeiten zentral gebündelt wären. Das bedeutet, die Auffindbarkeit von OER-Fachexperten sollte gesteigert werden und sollte als Ziel haben, möglichst viele
die sich in dem Thema professionell auskennen, zusammen zu bündeln, um entsprechend auf dem Markt auch auftreten zu können. Das könnte in Form einer zentralen Plattform sein, auf der sich Menschen, die professionell über OER Bescheid wissen, einfach registrieren können. Und das wäre sehr hilfreich, wenn dann zum Beispiel Unternehmen und der Bildungsbereiche, die sich zu dem Thema informieren wollen, auf diese Plattform zurückgreifen können und entsprechend sich einen Berater, eine Beraterin heraussuchen können. Weitergedacht könnte natürlich auch diese Plattform dazu dienen, Aufträge entsprechend zu vermitteln. Das würde bedeuten, der Interessent wendet sich an die Plattform, an diese zentrale Stelle an sich, erläutert, worum es geht, um welchen Bereich der Beratung es geht. Dann würde man auf dieser Plattform schauen, welche Experten haben sich für den bestimmten Bereich spezialisiert und diese Experten dann vermitteln. Das Finanzierungsmodell könnte über natürlich Gebühren, die für diese Beratung anfällig sind, funktionieren und diese Gebühren würden nach einem bestimmten Honorarschema an die Berater, an die Experten weitergegeben. Noch ist das Zukunft Musik, aber den ersten Schritt, nämlich die Ausbildung von OER-Fachexperten, machen wir gerade und wer weiß, wie sich diese Möglichkeit weiterentwickeln könnte. Ein weiteres Beispiel geht es um Reputationsmittel, das heißt OER als ein Weg, meine eigene Expertise mehr nach außen zu tragen und ihr auch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Reputationsmittel sind besonders bei freien, selbstständigen Trainer und Trainerinnen ein wichtiger Faktor, um sich auch selbst und die eigenen Dienstleistungen zu vermarkten. Normalerweise machen wir das mit Hilfe von Werbung, mit Hilfe von PR-Maßnahmen, aber warum nicht mit Hilfe von guten OER-Materialien? Einen kleinen Haken hat dieses Modell. Die Materialien, die wir als Reputationsmittel benutzen wollen, müssen natürlich qualitativ einwandfrei und hochwertig sein. Denn wenn die Materialien diese Kriterien nicht erfüllen, dann werden sie sich auch nicht verbreiten und werden natürlich auch nicht als Reputationsmittel dienen können. Deshalb heißt es hier nicht Werbung über sich zu machen und dann als freies Material zu verbreiten, sondern inhaltlich reichhaltige Unterlagen, Materialien zu erstellen, die entsprechend auf dem Markt freizugeben, entsprechend dafür sorgen, dass sie sich frei und sehr niederschwellig verbreiten können, um so den eigenen Namen in die Öffentlichkeit zu tragen. Dafür sind natürlich entsprechende Lizenzen zu berücksichtigen und die richtige Lizenz für diesen Zweck wäre sicherlich die CC BY, die Creative Commons unter Nennung des Autors, der Autorin. So verbreitet sich im Prinzip die eigene Kompetenz mit auch den Materialien in der Öffentlichkeit. Nächstes Beispiel: Qualitäts- und Bewertung. Dabei geht es vor allem um Anreicherung und Verkauf von professionellen Metadaten. Sie wissen ja, Metadaten sind das A und O, wenn es um Auffindbarkeit und Kennzeichnung von Materialien geht, nicht nur OER, sondern generell. Und in den Metadaten, die erhoben werden können, stecken auch sehr viele Potenziale, die man weiter nutzen kann. Nehmen wir mal den Punkt Learning Analytics. Wir kommen jetzt gleich nochmal zu einem weiteren Beispiel, wo es um individuelle Lernwege geht. Und da spielen natürlich Daten, die von Lernenden erhoben werden, eine große Rolle. Doch auch die Metadaten, die in den Materialien, in den OER-Materialien stecken, sind sehr viel wert, weil so kann man entsprechende Repositorien zusammenstellen, beziehungsweise die Materialien auch besser auffindbar machen. Das heißt, auch die Qualitätssicherung über entsprechende Metadaten kann erheblich gesteigert werden und es kann auch eben zum Produkt werden, das man rund um die OER-Services vermarkten kann. Und nun zu den bereits erwähnten individuellen Lernwegen. Lebenslanges Lernen, Lernen am Arbeitsplatz, informelles Lernen sind Begriffe, die heute nicht mehr aus der gesamten Bildungslandschaft wegzudenken sind. Nur manchmal sind die Lernenden ein bisschen
überfordert, den eigenen richtigen Lernweg zu finden. Gerade auch bei Open Educational Resources mag dieser Weg auch noch schwieriger sein, weil die Materialien noch nicht so leicht auffindbar sind. Und so könnte es anhand von Daten, die auch von Lernenden erhoben werden oder die von Lernenden in jedem Fall selbst auch genannt und preisgegeben werden, ermittelt werden, was könnte der individuelle Lernweg sein. Das würde bedeuten als Services die Bereitstellung von entsprechenden Lernmaterialien, die sowohl sich auf das Fachthema, aber auch auf den Schwierigkeitsgrad der Inhalte beziehen können. Wie könnte so etwas finanziert werden? Nun, man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel Unternehmen, die ihre Mitarbeiter auch über informelle Bildungswege bzw. nicht nur in Seminaren und in Workshops weiterbilden können, solche Lernwege zu erstellen, auch in Auftrag geben können. Soweit wir hier auf Open Educational Resources zurückgreifen können, bringt das im Prinzip auch keine Nachteile im Sinne der Wettbewerbsvorteile oder auch der Geheimhaltung, was in Unternehmen natürlich noch eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, die Individualisierung von dem, was wir lernen, kann sich in jedem Fall zu einem sehr großen Geschäftsmodell künftig entwickeln. Ja, das war's schon, das letzte Beispiel, das rund um die Geschäftsmodelle in dem Projekt Mapping OER entwickelt worden sind. Das war das letzte Beispiel, das ich Ihnen vorstellen wollte. Insgesamt gibt es noch weitere Modelle. Schauen Sie bitte in der Unterlagen nach. Schauen Sie bitte auf der Plattform von Mapping OER. Dort gibt es auch Videomaterial, das mit Experten und von Experten rund um OER erstellt worden ist. Schauen Sie rein, es lohnt sich. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg und weiterhin viel Spaß beim Lernen rund um OER. Und ja, einen erfolgreichen Weg zum OER-Fachexperten. Bis bald!